Peace, Freunde, und willkommen zu einer weiteren TikTok-Reaction auf meinem Kanal. Wir haben wieder coole Clips dabei, die Nikita rausgesucht hat, Freunde. Ich bin sehr gespannt, was heute dabei ist. Fußballclips, lustige Clips und alles weitere werdet ihr im Video sehen. Lasst gern wieder wie immer ein Like da. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video supportet. Ist für euch kostenlos. Gerne kostenlos abonniert, Freunde. Vielen Dank für den Support. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ich sehe schon Battle of the Socials, Freunde. Boah, dazu sage ich gleich ein paar Worte. Bumba, gib mir ein A! Junge, geil. Glückwunsch an das Team Younes. Mein Team, wo ich mitgespielt habe oder hätte. Ich bin ja krank gewesen, musste das Event leider am Tag vorher absagen, weil ich auf Antibiotika war, weil ich komplett gar nicht klar kam, weil ich komplett auf dem Sofa festhing oder im Bett festhing. Und habe mir das Event von zu Hause angeguckt. Ich habe mir sogar mein Trikot übergezogen, weil die mir das per Post geschickt hatten und so. Mein Team ist einfach Zweiter geworden. Team YouTube ist einfach Zweiter geworden. Sehr krass. Wir haben im ersten Spiel Team Eli, also Team Twitch, rausgehauen, wo jeder dachte, das sind die Favoriten. Danach hat Team Twitch auch noch gegen Team Lena und Lena verloren und ist, glaube ich, Letzter geworden, oder? Das war komplett verwirrend für mich, weil ich dachte, die gewinnen das Turnier zu 100%. Und dann hat am Ende Team Younes das Turnier gewonnen und Team Knossi, also das Team, wo ich dabei war, Team YouTube, ist Zweiter geworden, womit ich auf jeden Fall leben kann, auf dem Podest zu stehen. Sehr cool, ich wäre gerne da gewesen. Aber ja, das war das Event. Oh nee, Nikita, bitte nicht. Nee, komm, ich skipp das Ding jetzt auch. Ich skipp das Ding jetzt auch. Sie hat sehr viel Talent, wissen wir Bescheid, Freunde, haben wir gerade rausgefunden. Ja, ja, alles gut, Talent ist da. Klicks sind verdient, alles verdient, was sie da macht. Content sehr schwierig für sie aufzunehmen, sehr cool. Weiter so, mach weiter so. I show Speed mit gefährlichen Kopfschmerzen im Krankenhaus? Der soll irgendwie so ein Cluster-Headache haben oder so, ne? Ich weiß gar nicht, was das ist, aber das sind Kopfschmerzen und sein Auge sieht dann so aus, das verstehe ich nicht. Was bedeutet ein Cluster-Headache? Also Kopfschmerzen, was ist Cluster aber? Das erklärt er vielleicht jetzt im Video. Das ist zu krass, ne, Freunde? Ich habe gehört, das soll so sein, dass man so krasse Kopfschmerzen hat, dass man denkt, man kratzt jeden Moment ab, ne? So doll soll das wehtun. Speed veröffentlichte ein Video aus dem Krankenwagen. In diesem berichtete er von seinen enormen Kopfschmerzen. In einem späteren Video erklärte er, dass er sogenannte Cluster-Kopfschmerzen hat. Was ist das? Was ist das denn? Cluster. Diese Art von Kopfschmerzen ist tatsächlich sehr schmerzhaft, aber kann behandelt werden und ist im Normalfall nicht tödlich. Boah, der arme Leute. Betet für alle Menschen, die irgendwie ungesund sind, die irgendwas haben, dass die wieder gesund werden, Freunde. Auch für Speed. Since the 2024 Euros is in. Oh, ich werde, glaube ich, zu jedem Spiel, wo Ronaldo dabei ist, hinfahren, Digga, mir das angucken. Soll ich von jedem Portugal-Spiel einen Stadionvlog machen, Freunde, wenn Ronaldo da noch mitspielt? Ich hoffe, er darf spielen, Alter. Das könnte seine letzte EM sein oder wird seine letzte EM sein. Und bei der WM wird er wahrscheinlich auch nicht mehr dabei sein. Vielleicht auf der Bank oder so. Auf korrekt. Junge Nikita! Junge, lass doch! Bruder, ich schwöre, Gehaltskürzung, ne? Ich schreibe ihn jetzt gleich, Digga. Ich schreibe ihm gleich Gehaltskürzung. Also ich muss das Gehalt, glaube ich, nochmal kürzen. Bruder, jetzt ist das auf meinem YouTube-Kanal verewigt. Junge, bist du verrückt? Boah, der Mann hat 10 Euro auf dem Boden gefunden. Boah, dann noch mit Tunnler. Wie wild, Junge. Heftig, Magie. Cristiano Ronaldo Flashback. Das war so ein krasser Cristiano Ronaldo damals bei Manchester United, wo er jung war, bei Portugal, danach bei Real Madrid. Das war der geilste Ronaldo in dieser Zeit. In dieser Zeit habe ich ihn lieben gelernt.
Bruder, guckt ihn euch an, wie schön das alles aussieht. Diese Freistöße, diese Schüsse, diese Trophäen. Allein dieser Ronaldo hier, für mich gerade Gänsehautmoment. Komplett verrückt. Und es gibt einen. Wisst ihr, was daran am verrücktesten ist? Ich spule nochmal kurz zurück. Die Nummer 17. Bro, ich hatte einfach Trikot von ihm mit Nummer 17. Und es gibt einen, das ist extrem lustig, weil es gibt tatsächlich einen Streamer, der heißt Papa Platte, okay? Und der hat tatsächlich einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar ist es der Streamer mit dem kleinsten Dick. Ist das nicht du? Oh! F an Inscope. Alle mal F in die Kommentare, bitte jetzt. Boah, ist das nicht? Bist das nicht du, sagt sie einfach. Wow, bist das nicht du? Auch ein sehr cooler Fußballer. Mich freut es auch irgendwie, dass es Messi und Ronaldo gibt und nicht nur Ronaldo. Stell dir vor, es hätte nur Ronaldo gegeben, der hätte irgendwie 13 Ballon d'Ors hintereinander gewonnen. Wäre gar nicht so geil. Jetzt so dadurch, dass sie sich battlen, mal Messi, mal Ronaldo, dann gibt es diese Messi-Anhänger, diese Ronaldo-Anhänger, ist viel cool. Aber am Ende des Tages nicht erfolgreich gewesen. Schade. Kylian Mbappé to Real Madrid. Bitte. We go. Boah. Boah. Boah, Freunde. Ich kann's nicht mehr hören. Ich will jetzt wirklich das Finale Here We Go hören, Digga. Bitte, tu es einfach. Hä? Einfach, guck mal hier. Einfach ein Flitzer, während Ronaldo im Angriff ist. LOL. Messis bester Freund sein. Oder den Krieg zwischen Russland und Ukraine beenden. Bruder, ich wäre gerne Messis bester Freund. Bin ich ehrlich, auch wenn ich Ronaldo-Fan bin. Aber das untere hat wohl mehr, wie sagt man? Ja, ihr wisst, was ich meine. Gratis alleine überall hinreisen können. Oder gratis in 5 Länder mit deiner Mutter reisen können. Sorry, Mama, ich gehe alleine überall hin. Nee, Freunde. Das Ding ist, ich fliege überall gratis hin und zahle dann für meine Mutter. Easy. Ich nehme das hier. Ich nehme gratis alleine überall hin, dann fliege ich immer gratis und muss nur einen Flug für meine Mutter bezahlen. Sonst ist doch langweilig. Wenn wir nur in fünf Länder können, jedes Mal, ist egal. Dann zahle ich lieber für meine Mutter und ich bin gratis. Ja, easy. Die meistgehasste Person der Welt sein, aber reich sein. Nee. Für immer arm sein, aber geliebt werden. Geliebt werden ist schon was Schönes. Was bringt dir denn das ganze Geld, wenn du die meistgehasste Person der Welt bist, Digga? Ich glaube, das ist nicht cool, wenn jeder dich hasst. Hat man dann überhaupt noch Freunde, wenn man die meistgehasste Person der Welt ist? Ich weiß nicht. Fliegen. Tschüss. Oder sich unsichtbar machen können. Fliegen, immer wieder fliegen, ganz easy fliegen. Ein Zauberer im Harry Potter Universum sein. Oder ein Millionär in unserem Universum sein. Boah, Zauberer in Harry Potter, Digga. Friss Schnecken! Wäre so geil, ne? Boah, Junge. Nimm ich Zauberer in Harry Potter Universum oder ein Millionär in unserem Universum? Naja, Millionär in unserem Universum bin ich eigentlich schon, deswegen nehme ich ein Zauberer im Harry Potter Universum. Wäre geiler. Ja, Mann. Mit 15 Jahren ein Kind haben. Oder erst mit 50 Jahren ein Kind haben. Nee, dann mit 50. Wie mit 15? Mit 50 ist doch alles gut. Nimmst du eine 20-Jährige, 24-Jährige so, dann hast du eine hübsche Frau und dann hast du ein Kind auf einmal. Ist doch cool. Okay, aber wenn dein Kind 18 ist, bist du 68. Aber passt. Wenn der 10 ist, bin ich 60, bin ich eh Rentner, kann ich den immer zu den Fußballspielen und so bringen. Passt. Ist easy.
nie wieder auf eine Party gehen oder nie wieder in die Kirche gehen. Ich gehe eh nicht in die Kirche. Nie wieder auf eine Party gehen, nie wieder in die Kirche gehen. Gehe ich weiter hinten auf Partys. Ich gehe ja nicht in die Kirche, Freunde. Bringe Fortnite Prime zurück oder alle Kinder in Afrika haben genug Essen. Nein! 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 Bringe Fortnite Prime wieder zurück. Wisst ihr, wie geil Fortnite Prime war? Aber alle Kinder in Afrika haben genug Essen, ist auch krass. Wir müssen mit Blau gehen, Freunde. Wir müssen mit Blau gehen. Fakt. Aber ich würde so gerne Prime Fortnite wieder zurückhaben. Was? Nein. Das haben sie nicht gemacht. Das haben sie nicht wirklich gemacht. Kommentiere, wie viel Akku dein Handy hat oder dein Handy fällt dir morgen runter. Ey! 68%. 68%. Kommentiert bei mir unter dem Video, wie viel Prozent euer Handy hat. So, wir machen jetzt aber weiter. Ich habe keine Lust mehr auf die... Geil. Arda Güler destroys Valverde in Training. Freunde, Arda Güler oder Messi? Seid ehrlich, wer ist besser von den beiden? Arda Güler oder Messi? Guck mal nochmal ganz kurz hier, was er mit ihm gemacht hat. Guck mal kurz. Zack, zack. Bewerten, abonnieren nicht vergessen, sage ich an der Stelle. An der Stelle beende ich auch das Video, weil das war der letzte Clip. 8 Abonnenten zu den 500, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Peace.